Miriam Neureuther ist glückliche Mutter von 3 Kindern. Nesthäkchen Lotta nimmt derzeit ihre gesamte Aufmerksamkeit ein. Für einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer kleinen Maus bleibt aber dennoch Zeit. Die beiden Ex-Wintersportler Miriam, 31, und Felix Neureuther, 38, sind überglücklich über die Geburt ihres dritten Kindes. Erst im Januar dieses Jahres gab Miriam Neureuther mit einem Babybauchfoto ihre erneute Schwangerschaft bekannt. Unsere Familie wächst weiter, ließ sie ihre Fans wissen. Im April hat ihr Nachwuchs dann das Licht der Welt erblickt. Via Instagram verkündete das Paar die wunderbare Nachricht. Es ist ein Mädchen. Lotta, schrieb die stolze Mama zu dem goldigen Schnappschuss und verriet damit auch gleich den Namen ihrer kleinen Prinzessin. Miriam und Felix Neureuther im dreifachen Familienglück. 2+1 ist gleich Dritter. Auch Dreifachpapa Felix Neureuther meldete sich in den sozialen Medien mit einem Posting zu Wort und stellte eine einfache, aber wunderschöne Rechnung auf. 2+1 ist gleich 3. Auf dem Bild waren neben Nesthäkchen Lotta auch ihre Geschwister Mathilda, 4, und Leo, 2, zu sehen. Zur Geburt durften die FollowerInnen der Neureuthers bereits einen Blick auf ihre Tochter werfen. Die stolze Mama postete ein Foto, auf dem ihr Nachwuchs eingekuschelt in einer Häkeldecke zu sehen ist. Das Gesicht ihrer Kleinsten schützt das Ehepaar genauso wie die Gesichter ihrer älteren Kinder. Miriam Neureuther teilt ein neues Foto von Lotta. Dann mussten sich Miriams Fans allerdings ein wenig gedulden. Denn zunächst gab es keine weiteren Updates zu Baby Lotta. Doch nun veröffentlicht die Ex-Biathletin abermals ein knuffiges Babyfoto in ihrer Instagram-Story. Die Dreifachmama trägt ihre kleine Maus durch den Garten. Mit den Worten Rosa is live kommentiert die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin den niedlichen Schnappschuss und spielt damit auf den Einheitslook von Baby Lotta an.